Dann rufe ich Tagesordnungspunkt 7 auf. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen für ein hessisches Denkmalschutzgesetz, Drucksache 19/3570. Eingebracht wird der Gesetzentwurf von Herrn Hofmeister, CDU-Fraktion. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bringen hiermit den Gesetzentwurf für ein hessisches Denkmalschutzgesetz ein. Die letzte grundlegende Überarbeitung hat das Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmäler, kurz genannt Denkmalschutzgesetz, 1986 erfahren. In dieser Fassung gilt es bis auf einige kleine Neuerungen bis heute. In dieser Form hat sich das Gesetz auch bewährt. Der Denkmalschutz nimmt in Hessen eine wichtige Rolle ein, und das ist auch richtig so. Allen in diesem Hause sind Beispiele aus den Wahlkreisen bekannt, bei denen in Zeiten vor dem Bestehen eines Denkmalschutzgesetzes Bausünden begangen bzw. historisch wertvolle Gebäude vernichtet wurden. Und nicht nur einmal ist der Ärger in der Rückschau über den Verlust von Kulturgut feststellbar. Natürlich darf nicht verschwiegen werden, dass mitunter auch Skepsis besteht, wenn das Stichwort Denkmalschutz fällt. Oftmals herrscht das Bild vor, Denkmalpfleger wollten verhindern oder sich gegen jegliche Art der Veränderungen stellen. Ich habe unsere Denkmalpfleger in Hessen anders kennengelernt. Und bei einem genaueren Blick zeigt sich, dass hier sicher auch ein Umdenken gegenüber von vor 20 oder 30 Jahren vollzogen wurde. Baudenkmäler sind je nach Anlage nicht nur zum Anschauen da. Es geht nicht darum, Altstädte zu Freilichtmuseen zu erklären, sondern Leben in den Orten und Städten zu halten, trotz mancher berechtigter Auflagen des Denkmalschutzes. Ich möchte dies noch einmal betonen. Der Auftrag der Denkmalpflege ist keineswegs einfach. Kurz gefasst könnte man den Auftrag so beschreiben: Kulturgut bewahren, Kulturgut erlebbar und nutzbar zu erhalten oder auch zu machen. Und dafür braucht es den sachlichen und zielorientierten Umgang mit Eigentümern, privaten Investoren, kommunalen Trägern sowie die Pflege und den Erhalt landeseigener Liegenschaften mit Augenmaß. Fragestellungen nach Zumutbarkeit und Angemessenheit sind zu beantworten, Abwägungsentscheidungen zu treffen. Dies sind keine Kleinigkeiten, und am Ende kommt es auf den vernünftigen Umgang aller beteiligten Verhandlungspartner miteinander an. Ich danke an dieser Stelle ausdrücklich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen mit seinem Präsidenten Dr. Markus Harzenetter an der Spitze, der Verwaltung Schlösser und Gärten mit Direktor Karl Weber, der Landesarchäologie Hessen mit Herrn Dr. Udo Recker sowie den unteren Denkmalschutzbehörden für die engagierte Arbeit zur Bewahrung unserer Kulturdenkmäler in Hessen. Ich will in aller Kürze die wesentlichen Neuerungen zu dem Gesetzentwurf darstellen. Beginnend mit dem jetzt wirklichen klaren Titel Hessisches Denkmalschutzgesetz. Der Begriff und die Auslegung eines Bodendenkmals wird der wissenschaftlichen Praxis angepasst. Die Aufnahme des UNESCO-Welterbes und damit nochmals ein besonderer Schutz für unsere derzeit 6 hessischen Welterbestätten ist berücksichtigt. Das ist noch im allgemeinen Teil in der Erläuterung irrtümlich mit 5 genannt im Entwurf. Die Denkmalfachbehörde, also das Landesamt für Denkmalpflege Hessen, ist nun ausdrücklich als Träger öffentlicher Belange in Sachen Denkmalschutz und Denkmalpflege benannt. Dann kommt ein weiterer wichtiger Bereich. Wie in so vielen Lebensbereichen spielt auch das Ehrenamt, natürlich auch für den Denkmalschutz, eine Rolle. Und dieses wird in zahlreichen Initiativen deutlich, welche sich beispielsweise für den Erhalt von Baudenkmälern stark machen. Und um diese Rolle zu würdigen, wird in § 7 des Denkmalschutzgesetzes das Ehrenamt nun gesetzlich verankert. Der Denkmalschutz muss sich natürlich auch veränderten Schwerpunktsetzungen stellen. Da über die letzten Jahre der Klima- und Ressourcenschutz eine weitere Aufwertung erfahren hat, wird dieses in § 9 verdeutlicht. Im Entwurf ist zudem vorgesehen, die Genehmigungstatbestände verständlicher und die Voraussetzungen für zu erteilende Genehmigungen als Positivliste zu fassen. Ich darf noch erwähnen, dass das bisherige Denkmalbuch als Denkmalverzeichnis fortgeführt werden soll und auch überarbeitet wird. Es ist zudem vorgesehen, dass Eigentümer bei der Erfassung ihres Kulturdenkmals in jedem Fall zu unterrichten sind. Bisher war dies eine Sollbestimmung.
Zudem ist vorgesehen, dass Routinefälle bei den unteren Denkmalschutzbehörden unter bestimmten Voraussetzungen auch beschleunigt werden können. Und als Letztes nenne ich an der Stelle noch, dass das Verfahren zum sogenannten Schatzregal klarer strukturiert werden soll und auch die Frage von Fundprämien neu geregelt wird. Meine Damen und Herren, unser Bundesland verfügt über ein sehr gutes Denkmalschutzgesetz. Trotz der langen Geschichte, ich erwähnte die Jahreszahl 1986, erfährt das neue Hessische Denkmalschutzgesetz in Summe überschaubare Veränderungen und notwendige Anpassungen an geänderte Realitäten. Es bleibt ein zuverlässiger und berechenbarer Rahmen für den Denkmalschutz, für die in diesem Bereich tätigen Menschen und Institutionen. Ich freue mich auf eine sachliche Beratung im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst. Über den Ablauf der Beratungen wurde ja am Ende der letzten WKA-Sitzung bereits Einigkeit erzielt und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hofmeister, für die Einbringung. Als erste Rednerin hat schon Frau Kollegin Beer von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will mal gleich auf den wesentlichen Punkt dieser Gesetzesänderung kommen. Weil es ist völlig richtig, wenn der Kollege Hofmeister sagt, wir haben an für sich ein sehr gutes Denkmalschutzrecht. Auch ein Denkmalschutzrecht, das so formuliert ist, dass es für die Abwägung von Sachverhalten vor Ort ausreichend Spielraum lässt. Und ich glaube, genau darauf kommt es an, die Einzelfälle wirklich zu betrachten, alle Belange mit einzubeziehen, die des Denkmalschutzes, des Erhalts von Gebäuden, teilweise ja auch nur Gebäudenresten und alles das, was in der Nutzung solcher Denkmäler oder auch in der Nutzung der sie umgebenden Flächen dann im Einzelfall vor Ort anfällt. Natürlich auch die Frage der wirtschaftlichen Tragfähigkeit solcher Nutzungen und vor allem auch des Denkmalschutzes mit einzubeziehen, aber eben gewogen im Einzelfall abzuwägen. Und das ist etwas, Herr Kollege Hofmeister, von dem ich glaube, dass das bis jetzige Denkmalschutzrecht in Hessen sehr gut gewährleistet und von dem ich ähnlich wie Sie der Auffassung bin, dass auch unsere Denkmalpfleger, und zwar sowohl die oberste Landesbehörde als auch die örtlichen Denkmalschutzbeauftragten, sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Wir haben uns da als FDP-Fraktion in der Vergangenheit sehr intensiv mit auseinandergesetzt, weil ja immer wieder Klagen kommen, dass gerade auch private Eigentümer Schwierigkeiten hätten. Und es war in der Regel kein Problem des vorhandenen Rechtszustands, sondern vielleicht auch unterschiedliche Auslegungen vor Ort, die sich aber mit Ablauf, also die, sag mal so, ich finde, in den letzten Jahren durchaus auch eigentümerfreundlicher verändert haben. Darauf kann man einwirken, wenn man ein Recht hat, das hier eben die Möglichkeit lässt, alle Belange gleichermaßen einzubeziehen und entsprechend den Gegebenheiten, auch den Aktualitäten abzuwägen. So, und jetzt legen Sie einen Denkmalschutzgesetzentwurf der genau in diesen Punkt eingreift, weil Sie nämlich die Frage des Stellenwerts der abzuwägenden Belange entgegen der bisherigen Fassung verschieben. Und Sie verschieben sie zugunsten von Klima- und Ressourcenschutz. Und da frage ich mich natürlich, ob wir nicht mit diesem Entwurf Gefahr laufen, aus einem Denkmalschutzgesetz ein Anti-Denkmalschutzgesetz zu machen. Denn wenn man einmal die Regelungen hier anschaut, dann ist es explizit so, dass der Klima- und Ressourcenschutz bei aller Notwendigkeit, das geben wir offen und ehrlich zu, die gegeben ist, dass der Klima- und Ressourcenschutz eben nicht mehr einer von einer Reihe von abzuwägenden Belangen einer Einzelfallprüfung ist, sondern dass er in besonderer Art und Weise zu berücksichtigen ist und dementsprechend vor andere Belange, insbesondere auch die Belange des Denkmalschutzes, gestellt wird. Dementsprechend haben Sie auch die entsprechenden Ermessenserwägungen hier im Gesetz jetzt eingeschränkt für die Fachbehörde. Und wir laufen Gefahr, damit eben die Ausgewogenheit der Einzelfallentscheidung zu verlieren. Ich gebe offen und ehrlich zu, das ist jetzt erst einmal aufgrund der juristisch vorgelegten Formulierungen
eine, wenn auch, glaube ich, gut fundierte Vermutung. Denn Sie haben ja ein Fraktionengesetz vorgelegt. Das ist ja per se schon etwas eigenartig in solch einer Materie, die ja nicht besonders eilbedürftig ist, die normalerweise umfangreich vorbereitet wird, mit allen Betroffenen, insbesondere mit den Sachverständigen und anderen, dass es nicht einen Regierungsentwurf gibt, der dann entsprechend auch eine Anhörung der Betroffenen und Sachverständigen hat, sondern dass Sie dieses Verfahren, insbesondere eben die Anhörung, abkürzen und es direkt als Fraktionengesetz einbringen. Da könnte man jetzt verschiedene Vermutungen haben, unter anderem, dass möglicherweise hier ein Widerspruch zwischen den zwei dann hier beteiligten Ministerien Umwelt und Wissenschaft und Kunst besteht. Aber da will ich mich gar nicht ergehen. Ich sehe nur, dass das Beratungsverfahren meines Erachtens mutwillig abgekürzt wird, ohne dass ich dafür eine Notwendigkeit sehe. Und das wiederum nährt so ein bisschen meinen Zweifel, dass Sie nur ein bisschen rummodernisieren wollen, sondern dass Sie eben in Wirklichkeit versuchen, den Klima- und Ressourcenschutz als einen besonderen Belang, anders als die anderen Belange, weiter nach vorne zu setzen und damit den Denkmalschutz einschränken. Und Herr Kollege Schmidt, genau solch ein Zwischenruf wäre ja quasi eine Unterstellung der bisher tätigen Denkmalschützer, dass sie diese Belange nicht mit einbeziehen. Ich möchte nur, dass diese Belange nicht ohne irgendeine Abwägung im Vorhinein vorgegeben sind und damit den Denkmalschutz beeinträchtigen, auf den es uns bei einem Denkmalschutzgesetz ja ankommt, Herr Kollege Schmidt. Wenn Sie kein Wenn Sie kein Denkmalschutzgesetz wollen, dann müssen Sie das für Ihre Fraktion hier so erklären. Ich habe aber die Fachkollegen bislang anders verstanden. Uns geht es um eine ordentliche Abwägung, die alle Belange mit einbezieht, aber nicht einseitig den Denkmalschutzbelang hier ausklammert. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Als nächste Rednerin hat schon Frau Kollegin Wissler von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ein wichtiges Argument bei der Überarbeitung des Denkmalschutzgesetzes, das von den antragstellenden Fraktionen betont wird, ist ja die Hervorhebung des Ehrenamts. Und tatsächlich engagieren sich gerade in der Denkmalpflege außerordentlich viele Menschen. Ja, der relative Erfolg der Denkmalschutzbemühungen in den vergangenen Jahrzehnten geht zu einem großen Teil auf den Einsatz und das Engagement tausender Menschen in Heimatvereinen, Fachverbänden und Bürgerinitiativen zurück. Und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken im Namen meiner Fraktion. Wir denken, dass dem Engagement dieser vielen Menschen noch besser gedient wäre, wenn ihnen außer Beratung durch Vertreterinnen und Vertreter in den Beiräten und Unterstützung der Maßnahmen zumindest auch ein gewisses Eingriffsrecht zugestanden würde. So steht seit Längerem die Frage im Raum, auch im Denkmalschutz, was wir ja bereits diskutiert haben, beim Umwelt- und Naturschutz, beim Minderheitenschutz oder im Wettbewerbsrecht, dem Engagement und verbreiteten Sachverstand engagierter Bürgerinnen und Bürger dadurch Rechnung zu tragen, dass man den mit der Denkmalpflege und dem Denkmalschutz befassten Verbänden eben auch ein Verbandsklagerecht eingeräumt würde. Ich finde, auch das wäre ein Punkt, den man in der Anhörung diskutieren könnte. Ein Verbandsklagerecht, was beispielsweise im Hessischen Heimatbund oder auch der Deutschen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte und anderen ermöglichen würde, auch ihre Rechte und ihre Anliegen besser durchzusetzen. Aus unserer Sicht ist das sinnvoll. Es geht darum, Vollzugsdefizite beim Denkmalschutz, wie sie an verschiedenen Stellen immer wieder auftreten, wirksam entgegenzutreten. Es geht darum, Öffentlichkeit und Transparenz herzustellen, wenn etwas schiefläuft. Und es geht darum, den engagierten ehrenamtlichen Denkmalschützern und ihren Verbänden auch ein rechtliches Mittel an die Hand zu geben gegen unzureichendes Handeln oder meistens ist es ja eher ein Nichthandeln staatlicher Stellen, dagegen auch vorgehen zu können. Das würde aus unserer Sicht auch die Position der Fachleute des Landesamtes für Denkmalschutz oder des Landesarchäologen stärken. Ein Verbandsklagerecht, das muss man natürlich auch sagen, würde sicherlich auch die politischen und finanziellen Abwägungen auf Ebene der Städte und Landkreise, der im Gesetzesjargon unteren Denkmalschutzbehörden, wie viel finanzieller Aufwand und wie viel Personal hier eingesetzt werden sollen, verändern. Und nun wissen wir ja, dass die Landkreise und die kreisfreien Städte
selten aus bösem Willen Stellen streichen oder nicht besetzen, sondern es ist vielmehr Folge einer verfehlten Finanzpolitik. Darüber haben wir ja heute ausreichend gesprochen. Aber sie verhindert eben, dass die Erfüllung staatlicher Ausgaben, dass die mit den notwendigen Finanzmitteln ausgestattet ist, die den Kommunen auch wirklich zur Verfügung gestellt werden. Und ich glaube, dass auch hier ein Verbandsklagerecht durchaus eine positive Wirkung haben könnte, weil es eben die Rolle des Denkmalschutzes stärkt, weil es die Notwendigkeit unterstreicht, bei den unteren Denkmalschutzbehörden auch für diese Aufgabe ausreichend qualifiziertes Personal zur Verfügung zu stellen und weil es dafür sorgt, dass Versäumnisse aufgrund mangelnder Kapazitäten in den Verwaltungen eben nicht folgenlos bleibt. Und deshalb glaube ich, damit wäre dem Denkmalschutz sicher auch gedient, mit einer guten Ausstattung der Kommunen sowieso, aber das müssen wir an anderer Stelle regeln, aber eben auch darüber nachzudenken, ob ein Verbandsklagerecht eben sinnvoll ist. Deswegen werden wir diesen Vorschlag auch in die Beratungen mit einbringen und in der Anhörung gerne auch mit beraten. Ich will noch einen anderen Punkt ansprechen, weil der ja auch eben so ein bisschen durchgeschimmert ist. Es gibt natürlich vor Ort immer wieder Konflikte vor Ort bei der Frage Abwägung zwischen Klimaschutz, ich sage mal Errichtung von Windrädern oder eben auch Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden und dem Denkmalschutz. Und ich will als Erstes mal deutlich machen, dass ich meine, dass Klimaschutz immer auch Denkmalschutz ist, weil wir sonst nämlich irgendwann über die Bewahrung von Atlantis reden. Und deshalb, ich will das Problem überhaupt nicht kleinreden. Man wird vor Ort an vielen einzelnen Stellen prüfen müssen und im Einzelfall schauen müssen, ob und was mit dem Denkmalschutz vereinbart ist. Wogegen ich mich aber verwahre, und das haben wir ja in diesem Landtag schon öfter diskutiert, ist, dass der Denkmalschutz pauschal instrumentalisiert und ins Feld geführt wird, um Klimaschutz, sprich die Energiewende, zu behindern und auszubremsen. Das finde ich nicht in Ordnung. Das ist eine Instrumentalisierung des Denkmalschutzes, der ist, glaube ich, den wir zurückweisen. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. – Als nächste Rednerin hat schon Frau Kollegin Alex von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Ich muss Sie erst einmal runtermachen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir erinnern uns alle noch lebhaft an die spektakuläre Beschlussfassung zum Bibliotheksgesetz vor einem halben Jahr. Damals wurde im Omnibusverfahren das Denkmalschutzgesetz um ein Jahr verlängert, weil umfassende Anpassungen ins Haus standen. Offenbar ist das Ministerium mit all seinen Ressourcen überfordert gewesen, das rechtzeitig zu machen, und ist auch in diesem Jahr wieder in Bredouille geraten, sodass die Fraktionen Bündnis 90 die Grünen und CDU aushelfen mussten und einen Gesetzentwurf vorgelegt haben. Ich stimme überein mit dem Abgeordneten Hofmeister, dass wir einen geordneten und einen sicheren Denkmalschutz in Deutschland brauchen und in Hessen vor allen Dingen. Da war ich neulich in einer südhessischen Großstadt, habe dort einen Vortrag gehört, in dem deutlich wurde, wie dort vor Denkmalschutzgesetzzeiten ganze Ensembles, Fachwerk erhalten, im Krieg hinterher zerstört worden und der Geschichtsverein noch dazu gejubelt hat, dass man jetzt so modern geworden sei. Ich will die Stadt nicht nennen, aus Rücksicht auf eine anwesende Landtagsvizepräsidentin und zwei Minister. Also, wir haben jetzt die Auswertung des Gesetzentwurfs vorliegen, und wir werden uns sicher sehr schnell einig, dass ein Gesetz möglichst Missverständnisse vermeiden soll, dass es geschlechtsneutral formuliert sein soll, dass die geltende Rechtschreibung berücksichtigt wird. Da bin ich mir nicht bei allen so sicher, ob wir uns da einig sind. Und dass das Wort Buch, wie beim Bibliotheksgesetz, den modernen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung nicht mehr gerecht wird. Möglicherweise werden wir auch dieses Wort irgendwann unter Denkmalschutz stellen müssen. Dann gibt es zwei Punkte, mit denen die Regierungsfraktionen dem Gesetz einen machtvollen Stempel aufgedrückt haben.
Der eine Punkt ist das Ehrenamt. Es kommt in der alten Fassung natürlich auch vor, aber diesmal bekommt es einen eigenen Paragraphen. Und ich finde, das ist wieder einmal ein äußerst materiell günstiger Weg, das Ehrenamt in den Mittelpunkt zu stellen, ohne dass es etwas kostet. Wer für den Denkmalschutz vor Ort zuständig ist, kann man der Mustersatzung entnehmen, sowohl was die Sach- und Verwaltungsunterstützung als auch die Denkmalbeiräte betrifft. Ich habe mit Interesse heute die Ausführung bezüglich Soll- und Mussvorschrift gehört, dass das ja eigentlich das Gleiche ist. Aber hier wird auch eine Soll- in eine Mussvorschrift umgewandelt. Und das werden wir ja erfahren, welchen Sinn das in diesem Zusammenhang hat. Der zweite Punkt ist der Klima- und Ressourcenschutz, der hier heute schon zweimal angesprochen wurde. Und da muss man schon ganz genau hingucken. Denn den Klima- und Ressourcenschutz gab es ja auch schon in dem vorangegangenen Gesetz. Die alte Fassung, der Klima- und Ressourcenschutz soll in angemessener Weise berücksichtigt werden. Neue Fassung, der Klima- und Ressourcenschutz soll besonders berücksichtigt werden. Was das in der praktischen Anwendung dann auch in Bezug zum Beispiel auf Solaranlagen bedeutet, werden wir auch in der Anhörung diskutieren. Ebenso beruft sich das Gesetz in Abgrenzung oder in Erweiterung oder in Füllung einer Schutzlücke auf das Bundeskulturgutschutzgesetz von 1999, das, wie wir wissen, seit Kurzem überlebt ist und über das wir schon muntere Diskussionen im WKA geführt haben und sicher an diesem Rande auch noch einmal ausführlich darüber sprechen werden. Es gibt, meine Damen und Herren, habe ich mir überlegt, Frau Bär, Sie hatten ja Vermutungen angestellt, warum das ein Fraktionsentwurf ist. Ich will eine Vermutung hinzufügen. Möglicherweise ist den Regierungsfraktionen der Minister nicht, oder sagen wir so, ideologisch nicht so gefestigt, dass man ihm die Federführung überlassen könnte. Möglicherweise haben Sie Befürchtungen. Haben Sie Befürchtungen? Sie sagen es, Herr Minister, aber Sie haben nicht nur Ho Chi Minh zitiert. Und jetzt muss ich mal petzen. Sie haben am 41. Hessischen Denkmalschutztag auch Karl Marx zitiert. Herr Minister, überlegen Sie das. Frau Kollegin, Sie müssten leider auch zum Ende kommen. Ja, Sie lassen mich reden. Es ist mein letzter Satz. Lassen Sie mich zu Ende kommen. Der Herr Minister hat in einer populären Form Karl Marx zitiert mit den Worten, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und er hat auch, und ganz im Gegensatz zu dem, was Herr Hahn heute gesagt hat, nämlich lassen Sie doch mal das Eigentum endlich in Ruhe, hören Sie doch auf, das Eigentum anzugreifen, hat der Minister darauf hingewiesen, dass der Grundsatz Eigentum verpflichtet im Grundgesetz eigentlich viel zu wenig Bedeutung einnimmt, dass man ihn mehr in den Vordergrund stellen soll. Das kann ich nur unterstützen. Da muss ich sagen, da haben Sie vielleicht Angst gehabt. Das Frau Kollegin, wird uns zu revolutionär. Das machen wir lieber selbst. Ich danke Ihnen. Danke, Frau Kollegin Alex. Als nächste Rednerin hat schon Frau Kollegin Feldmayer von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Und bitte ein wenig mehr Ruhe wieder. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Landtagspräsidentin, wir haben schon viel darüber geredet, welche Aufgaben der Denkmalschutz hat. Ich möchte vielleicht noch einmal kurz darauf eingehen, dass die verschiedenen Belange, die hier schon genannt worden sind, nämlich die Eigentümerinteressen, der Denkmalschutz, den wir ja auch in unserer Verfassung drinstehen haben, nämlich in Artikel 62 der Hessischen Verfassung, die lautet, die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und Kultur sowie der Landschaft genießen den Schutz und die Pflege des Staates und der Gemeinden. Das haben wir da drin. Und natürlich den Erhalt unserer wertvollen Kulturdenkmäler in Hessen. So, besser? Ja. Gut, danke schön. Ja,
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Geschichte des Landes Hessen ist ein wertvolles Gut, das wir erhalten wollen. Darüber wurde auch schon gesprochen. Also ich möchte jetzt den allgemeinen Teil vielleicht noch einmal darauf ein bisschen richten, über die Dinge, die wir gesprochen haben, nämlich darüber, dass es schon durchaus an der einen oder anderen Stelle beim Thema Denkmalschutz, Sie haben ja darauf hingewiesen, Herr Kollege Schmidt, was den Ressourcen- und Klimaschutz angeht, dass es da an der einen oder anderen Stelle schon einmal hakt und dass es aus diesem Grund auch, denke ich, sinnvoll ist, in dem Gesetz dann noch einmal einen Schwerpunkt darauf zu legen oder darauf hinzuweisen, dass auf der einen Seite Verfassungsrang der Denkmalschutz genießt, aber auf der anderen Seite haben wir auch den Umweltschutz als Staatsziel in unserer Verfassung. Und von daher denke ich, dass, wenn wir das Denkmalschutzgesetz so weiterentwickeln, wie es hier in dem Entwurf vorgesehen ist, dass wir diese Belange sehr gut und harmonisch in einen Einklang bringen können. Denn es ist doch tatsächlich so, wenn wir uns anschauen, dass die Besitzer einer denkmalgeschützten Immobilie, sei es jetzt, ich wohne in Frankfurt-Höchst, da ist es ein denkmalgeschütztes Ensemble, die Fachwerkstatt ist denkmalgeschützt, komplett das Ensemble. Wenn die Leute investieren wollen in erneuerbare Energien, wenn sie energetisch sanieren wollen, wenn sie vielleicht eine Photovoltaik-Solaranlage auf ihr Dach anbringen wollen, dass es dort an der einen oder anderen Stelle schon Probleme gibt. Und die Menschen, die in einer denkmalgeschützten Immobilie wohnen, müssen auch, das wissen wir alle, mehr Geld ausgeben für Sanierung. Eine denkmalgeschützte Immobilie kommt schon teurer, das wissen wir auch. Und von daher ist es, glaube ich, auch im Sinne der Eigentümerinnen und Eigentümer einer denkmalgeschützten Immobilie, wenn wir noch einmal darauf hinweisen in diesem Gesetzentwurf oder in diesem Gesetz, wenn es so beschlossen wird, dass der Klimaschutz eine besondere und wichtige Aufgabe ist, meine Damen und Herren. Also in dem Spannungsfeld, was ich gerade versucht habe aufzumachen, bewegt sich dieses Gesetz. Und ich bin der Kollegin Wissler auch wirklich dankbar, dass sie auch noch einmal darauf hingewiesen hat, dass der Klimawandel auch unsere, sag mal, UNESCO-Welterbestätten bedrohen kann. Deswegen ist Klimaschutz im Hinblick auf den Denkmalschutz wichtig. Es gibt einen Hinweis der UNESCO, der Direktorin des UNESCO-Welterbezentrums, die da sagt, der Klimawandel bedroht unsere UNESCO-Welterbestätten. Also von daher, glaube ich, liegen wir mit unserem Entwurf für das Denkmalschutzgesetz goldrichtig. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis auf das Ehrenamt. Man mag es vielleicht lustig finden, dass das Ehrenamt in diesem Gesetzentwurf an herausragender Stelle ist. Aber ich glaube, es nützt doch nichts, wenn wir uns allseitig immer gegenseitig beteuern lassen, dass das Ehrenamt ganz wichtig ist. Und wenn das dann keinen Niederschlag oder nicht so einen herausragenden Niederschlag findet in einem Gesetzentwurf. Deswegen, Sie haben es jetzt lustig dargestellt, Kollegin Alex, aber ich finde, es ist schon auch wichtig, das in einem Gesetz dann auch wirklich festzuschreiben. Und es ist ja nicht nur so, dass es dann drinsteht, dass das Ehrenamt wichtig ist und genannt wird, sondern es ist ja auch so, dass die ehrenamtlich tätigen Menschen dann auch wirklich als Sachverständige dann herbeigerufen werden können, wenn es notwendig ist. Und von daher haben wir auch eine ganz, ganz wichtige Beratungsfunktion. All das war uns wichtig mit diesem Gesetzentwurf, der Ihnen heute vorliegt, meine Damen und Herren. Ich möchte auch noch einmal ja, klatschen ist nicht notwendig zu so später Stunde. Aber ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, wie viele Menschen in der ehrenamtlichen in den Fördervereinen beim Thema Denkmalschutz tätig sind. Ich habe mir das einmal angeschaut. Und stellvertretend möchte ich die Archäologische Gesellschaft in Hessen nennen. Das ist ein wichtiger Förderverein, in der sich mittlerweile 1.600 Mitglieder befinden. Er ist 1979 gegründet worden. Frau Kollegin, Sie müssten zum Ende kommen. Ja, ich komme zum Ende. Er ist gegründet worden 1979 und engagiert sich seitdem wirklich hervorragend im Bereich der archäologischen und paläontologischen Denkmalpflege. Und in diesem Sinne möchte ich mich bei diesen Mitgliedern, aber auch bei allen, die sich im Bereich des ehrenamtlichen Denkmalschutzes engagieren, auch noch einmal bedanken. Und ich freue mich auf die Beratungen im Ausschuss und bin dann auch gespannt, was zum Thema Klima- und Ressourcenschutz gesagt wird. Vielen Dank, Frau Kollegin Feldmayer.
Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Rhein. Bitte schön, Herr Minister. Verehrte Frau Präsidentin, ich werde heute keinerlei Zitate verwenden. Aber die Diskussion und die Debatte hat ja eins gezeigt. Denkmalschutz und Denkmalpflege ist in der Tat ein schwieriges Geschäft. Wissen Sie, den einen kann es nie reichen, und den anderen ist es immer zu viel. Aber eines, auch das hat die Debatte im Übrigen gezeigt, ist ja auch wahr. Vor allem lebt die Denkmalpflege ja von einer Art anekdotischer Begleitung von beiden Seiten. Das haben wir insbesondere erfahren können, als Herr Schmidt, der sich ja sonst mit Haushaltsfragen befasst, ausnahmsweise mal mit Denkmalfragen befasst hat. Das war schon Schuster, bleib lieber bei deinen Leisten, kann ich dazu nur sagen. Eines ist aber auch klar. Eines ist aber auch klar, lieber Herr Schmidt. Diese Materie eignet sich nicht zu einer, darf ich Ihren Fraktionsvorsitzenden zitieren, habe das bei der Brexit-Debatte mit Vergnügen gehört, eignet sich nicht zu einer parteipolitischen Geländegewinnung. Das tut diese Materie nun wirklich nicht. Denn, auch das will ich immer mal sehr deutlich herausstreichen, es hat gerade im Nachkriegsdeutschland, einem Land, das von Bomben zerstört worden ist, das tiefe Wunden gehabt hat. Dieses Denkmalrecht, das deutsche Denkmalrecht, hat eine wohltuende und eine identitätsstiftende Rolle gespielt. Deswegen ist es eine außergewöhnlich wichtige Materie. Und natürlich hat sich auch schon in den ersten Nachkriegsjahren sehr schnell gezeigt, dass es eine Notwendigkeit, eine starke Notwendigkeit gegeben hat, eben die entsprechende historische Bausubstanz, die gerade noch verschont geblieben ist, vor weiterer Dezimierung zu retten. Und die Zerstörung von Altstadtkernen, gerade wenn man sich die Situation in Hessen anschaut, Frankfurt, Darmstadt, Kassel, Gießen, Hanau, alles zerstört, sind doch am Ende mahnende Beispiele dafür, wie diese Ereignisse des Zweiten Weltkrieges den Bestand historischer Ortsbilder einfach in einem apokalyptischen Ausmaß dezimiert haben. Und dann kam eine zweite Welle, nämlich eine erneute Gefährdung historischer Substanz durch den dann schnell einsetzenden Straßenbau, durch einsetzende Sanierungsmaßnahmen, die eben mehr und mehr in die historisch gewachsenen Ortskerne eingegriffen haben. Und nicht umsonst, das muss man auch immer mal wieder zitieren, insoweit doch ein Zitat, hat der damalige Bundespräsident Walter Scheel 1975 darauf hingewiesen, dass in den 30 Jahren seit Kriegsende mehr Kulturdenkmäler verloren gegangen sind als im gesamten Zweiten Weltkrieg. Deswegen ist der Grundgedanke des Denkmalschutzes so wichtig, nämlich den überlieferten Bestand zu bewahren und trotzdem dazu beizutragen, dass es eben nicht zu einer musealen Erstarrung dieser zu bewahrenden historischen Immobilien kommt, sondern dass es vielmehr einer Abwägung bedarf zwischen Interessen des Denkmalschutzes auf der einen Seite und vielen anderen öffentlichen Interessen. Seien es die Kirchen, sei es der Katastrophenschutz, seien es aber auch die Belange der Energiewende und der erneuerbaren Energien oder auch die Belange von Menschen mit Behinderungen. Daneben, neben diesen Belangen, ist eben auch ein Ausgleich zwischen diesen Interessen mit den privaten Interessen von Eigentümerinnen und Eigentümern und den Nutzern des Kulturdenkmales zu suchen. Und insoweit haben die Mütter und Väter der Hessischen Verfassung auch wieder eine kluge Entscheidung getroffen, indem sie den Artikel 62 formuliert haben und dort reingeschrieben haben, die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Kultur sowie der Landschaft genießen den Schutz und die Pflege des Staates und der Gemeinden. Und ich glaube, dass wir genau dies fortsetzen mit dieser erneuten Novelle dieses Denkmalschutzgesetzes. Nehmen Sie das Ehrenamt, das ist heute angesprochen worden. Ich muss es nicht weiter vertiefen. Nehmen Sie die Klarstellung, dass künftig Träger der öffentlichen Belange für den Bereich Denkmalpflege und Denkmalschutz das Landesamt für Denkmalpflege ist. Und verehrte Frau Abgeordnete Beer, bei allem Respekt und bei aller Sympathie, dass dieses Gesetz ein Anti-Denkmalschutzgesetz sei, ist doch wirklich Unsinn. Denn das, was hier geschieht, das ist eine maßvolle und eine ausgewogene Herstellung von Balance zwischen einzelnen Belangen. Und es sieht nichts anderes vor, als das, was wir formuliert haben, als das, was in der Verfassung steht. Und zwar in der Verfassung steht natürlich das Staatsziel Denkmalschutz, aber es steht eben auch das Staatsziel Ressourcenschutz. Es steht auch das Staatsziel Klima- und Ressourcenschutz in dieser Verfassung. Und das bringen wir zueinander.
Und im Übrigen bei der Frage, wer jetzt das Gesetz vorlegt, verehrte Frau Alex, sehr geehrte Frau Abg. Beer, war ich schon ein bisschen verwundert. Hallo, wo bin ich denn hier im Hessischen Landtag? Sind Sie der Gesetzgeber oder sind Sie nicht der Gesetzgeber? Jetzt wollen Sie, dass die Regierung die Gesetze alle formuliert und beschweren sich darüber, dass jetzt das Parlament Gesetze formuliert. Was ist denn das für ein Selbstbewusstsein, wenn ich Sie einmal fragen darf? Hier bei Schwarz und bei Grün ist ein gesundes Selbstbewusstsein vorhanden. Ein weiterer Punkt. Ich muss an die Redezeit der Fraktion erinnern, Herr Minister. Ich komme sofort zum Ende, verehrte Frau Präsidentin. Ein weiterer Punkt. Wir haben das denkmalrechtliche Verfahren in ein paar Punkten renoviert. So ist positiv und im Übrigen bürgerfreundlich formuliert, wann eine Genehmigung zu erteilen ist, nämlich beim Vorliegen von drei einschlägigen Gründen. Ich glaube, das vereinfacht es für den Anwender. Über das Denkmalverzeichnis will ich aufgrund der Zeit nicht reden. Lassen Sie mich einen Punkt noch zum Thema Bodendenkmal sagen. Denn der bisherige und der veraltete Begriff wird jetzt hier angepasst. Früher wurden die Bodendenkmäler ja ausschließlich als Zeugnisse der Ur- und der Frühgeschichte angesehen. Das ist ein veralteter Bodendenkmalbegriff. Heute gilt fachlich als Bodendenkmal, was mit Mitteln der Archäologie und der Paläontologie untersuchbar ist. Und insoweit enthält die neue Formulierung insoweit eine weiche Zeitgrenze. Das Bodendenkmal wird künftig in der vorangestellten Begriffsbestimmung, und zwar in § 2 Absatz 2, definiert. Ich glaube, man kann wirklich feststellen, das geltende Gesetz hat sich im Grundsatz bewährt. Der Anlass der Novelle ist eigentlich ausschließlich die turnusmäßige Befristung des Gesetzes. Und insoweit bin ich sehr dankbar, dass CDU und GRÜNE jetzt hingehen und sehr maßvoll und sensibel renovieren und die Dinge hier entsprechend normieren. Denn der Denkmalschutz hat eine außergewöhnlich wichtige Funktion, muss aber natürlich auch Veränderungen angepasst werden, um akzeptiert zu sein und um anwendbar zu bleiben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Beratungen in der Anhörung und im Ausschuss. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Es liegen uns keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf in den WKA.